So, wir sind wieder zurück mit einem kleinen Special-Video, denn es ist immer noch Halloween-Event und Gengar ist immer noch eins der genialsten Pokémon, die es gibt. Und ich habe mir letztens extra die Gengar-Kleidung gekauft, also die Mütze, den Rucksack, das T-Shirt und wir haben einen Gengar-Raid gemacht, den möchte ich hier nämlich einblenden, den könnt ihr euch hier anschauen. Gengar ist natürlich ein Dreier-Raid, eigentlich solo, gut machbar. Und ganz besonders habe ich mich darauf fixiert, mit Gengar-Mütze, Gengar-Rucksack, Gengar-T-Shirt gegen das Gengar zu kämpfen, indem ich selber Gengar benutze. Weil ich aber nur drei Gengar hatte, habe ich natürlich noch Nebulak mit reingenommen, also dreimal Gengar, dreimal Nebulak, so haben wir das Gengar dann besiegt. Am Ende seht ihr, habe ich noch gelbe Beere drauf geworfen. Wir haben gleich noch 40 Bonbons eingesackt. Und die zwei Nebulak, die neben der Arena gesessen haben, die Kinder vom Gengar, haben wir auch gleich noch eingetötet, auch noch mitgenommen. Da kam keiner lebend davon, sage ich euch. Und es ist natürlich wieder was ganz Besonderes jetzt passiert, weil ihr wisst, Niantic lässt uns einfach keine Ruhe. Nachdem der Arktos, Zapdos und Labrados-Tag schon war, vorbei ist und richtig gut ankam, finde ich, richtig viel Spaß gemacht hat, da in der Gruppe loszuziehen, 3 Stunden lang zu raiden, ist es jetzt soweit und Gengar bekommt seinen eigenen persönlichen Ehrentag. Es wird 3 Stunden lang Gengar geben an jeder Arena. Das Ganze ist am 3. November. Nächste Woche Samstag ist das. Und da wird es am 3. November von 11 bis 14 Uhr an allen Arenen Gengar Raids geben. 3 Stunden lang Gengar raiden an allen Arenen. Und nicht nur das, Gengar wird vom 3er Raid zum 4er Raid hochgestuft, dadurch ist er natürlich etwas schwerer, wird nicht mehr solo bezwingbar sein, aber das Ganze soll ja eh eine Gruppensache sein, ein Gruppenausflug mit der Gruppe Spaß machen, da freue ich mich schon am meisten drauf, dafür gibt es natürlich dann auch mehr Erfahrungspunkte. Und natürlich wird Gengar auch als Shiny verfügbar sein, was ja bei den Vögeln im jeweiligen Tag auch so war. Es gibt also ein Shiny Gengar am Gengar Ehrentag und da werden wir natürlich sehen, dass wir wieder 2021 Raids mitnehmen auf unserer Tour in der Hoffnung auf Shiny Gengar, was auch wieder eine besondere Attacke beherrscht. Leider nicht Dunkelklaue, das bleibt weiterhin Legacy. Wäre natürlich cool geworden, wenn das zurückkommt und Gengar damit zu einem richtig krassen Vieh macht. Leider haben nur die Leute Glück, die damals noch ein Legacy-Moveset aufgehoben haben und einen Gengar damit, denn die neue Attacke wird Psychokinese sein, glaube ich. Und Psychokinese, okay, ist jetzt leider kein Geist-Move, ist halt ein Psycho-Move. Natürlich möchte man gerne einen Gengar mit 2 Geistattacken, aber da müsst ihr euch wohl Aldehar tauschen, wenn das jemand macht und so verrückt ist. Aber ihr könnt ja, wenn 2 Leute 2 Alde haben, die tauschen, vielleicht werden die noch glücklich und verbessern sich noch in den IV, denn die müssen ja alt sein, da es es ja gar nicht mehr gibt. Auf jeden Fall zurück, Gengar an jeder Arena, 3 Stunden Shiny verfügbar. Jeder freut sich auf Shiny Gengar, auch wenn das eigentlich gar nicht groß anders aussieht als das normale Gengar, was ich ziemlich schade finde. Ein weißes Gengar oder ein schwarzes Gengar wäre doch da richtig cool gewesen, richtig krass. Und ihr habt natürlich wieder 5 freie Pässe zur Verfügung, die ihr dann nutzen könnt, dass ihr jetzt nicht großartig rein cashen müsst. Wer jetzt nicht die 3 Stunden durchrotzen will, kann also auch einfach nur sich 5 Arenen suchen in den 3 Stunden, die 5 kostenlosen Pässe wegmachen und vielleicht hat man dann ja auch schon einen Shiny Gengar dabei. Wenn nicht, ist es trotzdem eine Gelegenheit, mit einem Kollegen oder ein paar guten Kollegen 5 kostenlose Raids zu machen und diesen Tag und Gengar in Ehren zu halten. Wir können noch kurz auf die Konda eingehen. Was nimmt man am besten als Konda? Wenn ihr gute Psycho-Pokémon habt, könnt ihr die natürlich nehmen. Mewtwo ist da auch immer gut, das ist sowieso stark, hat auch gute Psycho-Attacken oder auch Simsala oder Psyana. Ihr könnt sogar mit Lugia kämpfen, wenn es Seha und Psychokinese hat. Aber mein Tipp für alles immer noch, was ich immer wieder sage, ich sage immer, legt euch eine Machomai-Armee zu, legt euch eine Despotar-Armee zu. Und Despotar genau das Stichwort, denn Bisknöscher killt wieder alles.
nehmt eure 6 Despota, die alle maximal gepusht sind mit Bissknirscher und geht einfach drauf. Also, das kann ich wirklich nur jedem empfehlen, nehmt jeden Despota Raid mit. Baut euch eine Despota-Armee auf, aber wir wollen nicht so oft Despota sagen, denn hier dreht sich alles um Gengar. Deswegen freut euch auf den 3. November, Gengar-Tag, Gengar-Shiny, 5 Raids, 20 Raids, je nachdem wie viel ihr wollt, wie viel ihr für Gengar investieren möchtet. Wir sehen uns auf jeden Fall dann wieder. Ich wünsche euch noch viel Spaß, das war's mit dieser Folge. Peace out, Vorhaut, euer Ramses.